Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ihre Kommentatoren heißen Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir übertragen für Sie heute das Viertelfinal-Rückspiel dieses Wettbewerbs. Arminia Bielefeld gegen Liverpool. Das Hinspiel ging klar und überlegen an Liverpool. Das sah alles richtig gut aus und ich denke, das verspricht auch für heute einiges. Deine Prognose zu Calhan Shaqiri in diesem Spiel, Buschi, wie fällt sie aus? Und auf ihn werden Sie bestimmt gesondert achten. Sollten Sie auch, angesichts der 4 Treffer, die ihm in den letzten 3 Spielen gelungen sind. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Schauen wir uns mal Ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Heute im Tor Adrian. Dejan Lovren spielt mit Joel Matip in der Verteidigung. James Milner steht mit Jordan Henderson auf den zentralen Positionen. Und der einzige Stürmer heißt heute Divock Origi. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Keita ganz energisch. Sieht gefährlich aus. Dass die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Ballverlust Liverpool. Klasse Aktion, Ball ist weg. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Die Riesenchance. Tor Liverpool. Auf beide Spiele gesehen liegen sie jetzt vorne. Ich bin gespannt, ob sie das halten können. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Da verlieren sie den Ball. Calhan Shaqiri. Ganz energisch. Jetzt vielleicht. Fällt das Tor doch noch. Liverpool macht das Tor. Und da machst du dann auch als Torwart irgendwann dann nichts mehr. Ja, den ersten kann er ja sogar noch halten, aber dann doch der Treffer. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Liverpool mit dem Ballverlust. Die Divock Origi. Jetzt hat er den Ball.
Jetzt müssen sie aufpassen. Sie verlieren den Ball. So, was machen Sie draus? Shaqiri, das ist noch gefährlich. Jabo. Jetzt wird's gefährlich. Ball kommt da jetzt flach rein. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Jetzt können sie vielleicht kontern. Fast schon leichtfertig vergeben diese Gelegenheit zum Konter. Macht er gut. Gute Aktion. Gut verteidigt. Origi. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Kann er was draus machen? Ah, da wäre jetzt Platz. Ryan Kent. Chance lebt noch. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Und da ist der Ball wieder weg. Den Ball kann er klären. Robertson. Anderson. Jetzt der Ballverlust. Schönes Zuspiel. Das macht er gut. Die Riesenchance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Da ist der Ball drin. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn. Bei ihm klappt heute wirklich alles. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ganz in der... Oh, das könnte was werden. Der Pass, stark gemacht. Auf beide Spiele gesehen, liegen sie jetzt vorne. Ich bin gespannt, ob sie das halten können. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Klare Sache hier. Das 4:0 ist schon deutlich. Der Ballverlust. Liverpool mit dem Ballverlust. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Klasse Pass. Jetzt vielleicht. Im Moment sieht's gut aus. Das könnte klappen mit dem Halbfinale. Aber der Vorsprung ist hauchdünn. Nimmt man beide Partien zusammen, liegen sie vorne. Aber jetzt braucht es trotzdem noch mal eine hochkonzentrierte Leistung.
Liverpool hat Anstoß und damit geht die Partie hier weiter. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Geht mit einem Wurf weiter. Brian Behrens. Jabo. Fabian Klos. Jetzt ist er durch. Der muss doch sitzen, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt ärgert sich der Trainer. Unglaublich, was für eine Chance, was für eine Riesenchance. Ballverlust Liverpool. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Gefährlich. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Schönes Zuspiel. Und jetzt die Chance. Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Blick an die Seitenlinie, da tut sich was. Arminia Bielefeld mit dem Wechsel. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt nochmal frischen Wind bringt. Jabo. Ja, könnte was werden. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Matip reagiert hier gut. Liverpool mit dem Ballverlust. Und das ist der Ballverlust. Ein tolles Zuspiel. Den spielt er steil. Das muss es sein. Tor Liverpool. Mit dem Tor sind sie in der Addition der beiden Spiele vorne. Und jetzt dranbleiben, denn das ist natürlich immer noch eine ganz knappe Kiste. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Ja, das sieht gut aus. Brian Behrendt. Einwurf Liverpool. Blick an die Seitenlinie, da tut sich was. Arminia Bielefeld mit dem Wechsel. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Kommt jetzt die Flanke? Jetzt vielleicht. Das war knapp. Kann er was draus machen? Zuspiel landet eben aus, gibt Einwurf. Shaqiri. Naby Keita. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schöne Aktion. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt.
Die Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Buschi. Ja, Wolf, das ist Schockstarre hier im Moment. Selten, dass es so leise ist. Ja, mit viel Übersicht. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Der Ballverlust. In den freien Raum. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Blick an die Seitenlinie, da tut sich was. Arminia Bielefeld mit dem Wechsel. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Super dazwischen gegangen. James Milner. Viel mit Auge. Er trifft die Latte. Führt den Freistoß kurz aus. Milner. Was macht er draus? Da kommt der Schuss. Und Tor! Der Kerl ist on fire. Das war schon sein 3. Tor im heutigen Spiel. Drei Tore in einem Spiel. Ich glaube, Buschi, den Spieler des Spiels haben wir gefunden. Ja, kann ich nicht widersprechen. Ganz klar, Wolf, er zeigt hier eine Riesenleistung und ist mit Abstand der beste Mann auf dem Platz. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Die Nachspielzeit läuft. 4 Minuten sind angezeigt. Guter Vorstoß jetzt. Weihrauch. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ballverlust. Der Schiri beendet dieses Rückspiel und damit haben sie es hier geschafft. Sie sind weiter. Sie sind weiter, dazu kann ich sie nur beglückwünschen, aber wie der Sieg in diesem Duell einzuschätzen ist, das kann ich noch nicht sagen. Da müssen wir mal abwarten, wenn stärker wird.